Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part Anno 2205. Im letzten Part haben wir uns unser Stückchen Land hier gekauft und ja, ich habe gesagt, das will ich noch ein bisschen ausbauen, daran halte ich mich. Und zwar müssen wir erst einmal diese Mine hier pimpen. Das ist Qualität, wie du siehst. Das wird unsere Bilanz jetzt hier ein bisschen runterziehen wieder. Macht aber gar nichts. Und dann können wir hier noch ein paar Baubots mehr produzieren. Und zwar... So schaut das doch ganz nice eigentlich aus. Ja, läuft. Baubots gehen hoch. Biopolymere müssten eigentlich auch hochgehen. Können wir auch noch ausbauen. Aber schaut gar nicht so verkehrt aus, Freunde. Haben wir hier jetzt bei 75 momentan das Limit, oder? Ich denke es fast. Darum würde ich fast sagen, bauen wir noch ein paar Häuschen. Und zwar machen wir das wie folgt. So. Da stellen wir eins hin. Dann können wir hier die Straße einmal so entlang führen und einmal so entlang. Dann können wir hier diese lustigen Ornamente bauen, die ich die ganze Zeit schon mal bauen wollte. Okay, die kann ich nicht bauen. Aber hier kann ich sie hinstellen. Was bringen mir die? Bringen mir die eigentlich irgendwas? Außer, dass sie was kosten? Ich glaube nicht. Wirklich rein dekorativ. Aber macht ja nichts. Ein bisschen Deko muss ja auch sein. So. Dann können wir jetzt hier wieder so einen wichtigen Gast hat fleißig Häuschen pimpen. Und das gar nicht mal so wenig. Ich kann mir wirklich nicht... Ja, die Siedlung wächst und gedeiht. Definitiv, Leute. Ah, okay. Die da hinten wollen Informationen haben. Die kommen an das Informationsgebäude nicht dran. Soll nicht das Problem sein, werde ich euch gönnen. Dann würde ich sagen, machen wir das auch instant. Ihr wollt Informationen haben, ihr kriegt Informationen. So, wie schaut's bilanztechnisch aus? Es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Ja, steigt wieder. Die war ja gestern bei 1790. Jetzt durch die ganzen Minen, die wir geupgradet haben, ist es natürlich ein bisschen runtergegangen. Macht aber gar nichts. Denn so einen wichtigen wir können ja hier noch ein bisschen pimpen. Interessanterweise kann ich die gerade... ich wollte gerade sagen, kann ich die alle pimpen. Und da wurde ich auch schon unterbrochen. So, jetzt könnte ich natürlich diese ganzen kleinen hier noch, aber darauf habe ich jetzt nicht so den Nerv. Cool. So, Arbeiter haben wir jetzt hier genug, Strom haben wir genug, Logistik läuft auch. Was hätten denn diese Cash-Building noch gerne? Die wollen jetzt Säfte und Verjüngungskuren. Ich bin gerade am Überlegen. Ach ja, und sie wollen natürlich auch Güter von der Arktis. Werde ich ihn früher oder später auf jeden Fall geben, aber jetzt momentan eher nicht. Hab ich gerade nicht so den Nerv drauf. Jetzt schauen wir mal ganz kurz noch einmal hier drüber, ob wir eventuell noch so Superlegierungen irgendwo finden. Hey, schön dich zu sehen, mein Freund. Superlegierungen. Ich. Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt.
22.940. Ja. Ich mag Kunden, die wissen, was sie wollen. Was soll's. Und dann bauen wir hier die Brücke nicht weiter. Brückenbau begonnen. Und? Kriegen wir sie fertig? Ich hoffe doch. Wie ihr seht, sind wir auch wieder bei 1 Million angekommen. Das geht jetzt alles eigentlich relativ flott, wenn man eine etwas stärkere Bilanz hat. Was mich interessieren würde, ist, ob wir unser Kontolimit irgendwie wieder erhöhen können oder ob 3,7 Millionen einfach ja, das Maximum ist. Weiß ich nicht genau. Bin ich echt gespannt, wird sich sicher noch zeigen. Baustelle bereit. Abgeschlossen. Der Papierkram ist erledigt. Sie gehört Ihnen. Und somit sehen Sie, jetzt funktioniert's. Haben wir ein neues Inselchen dazu gekriegt. Die ist ziemlich ätzend zu bebauen, würde ich jetzt fast mal behaupten. Was kostet mich die Brücke? Ebenfalls Superlegierungen, 50 Stück. Bauen wir. Brückenbau begonnen. Gehen hier zum Händler-Karspel. Hey, sieh mal, wer da ist. Schön, dich zu sehen. Und kaufen ihm. Du hast ein sehr gutes Auge, mein Freund. Nochmal Superlegierungen ab. Und kriegen wir die Brücke nämlich auch fertig und haben die Insel dann auch. Super. Die ist schon etwas besser zu bebauen. Gerade hier der Bereich, der gefällt mir recht gut. Hier sieht man auch schön die Büffel. Und hier den Brückenbau. Schauen wir uns den mal aus der Perspektive an. Ja, sind fleißig am Bauen, unsere Baubots. Ich vermute nämlich, das sind Baubots. Schaut eigentlich ganz lustig aus. Cool. Baustelle bereit für Brückenbau. Und? Die ist auch fertig. Fang damit an. Kriegst du schon hin. Und somit... Ein idealer Ort für die nächste Außenstelle. Gute führt Wahl. Uns die Insel so auf. So eine schöne Werft und sie setzt nur Staub an. Das ist eine Schande. Hier habe ich gesehen, dass irgendeine versunkene Stadt ist. Hey, hier ist so eine Tante, die einen Job für uns also hat. Also hier ist die Kurzfassung. Ich erforsche alte KI-Konfiguration. Sie haben sicher von dem Father-Zwischenfall von 2070 gehört. Komplexe KI dreht durch, wirft Atombomben ab. Jedenfalls wurden danach Identitätsunterdrücker in alle KIs installiert. Deswegen sind die heutigen Modelle so vorhersehbar und stabil. Ja, langweilig, ich weiß. Aber jetzt habe ich ein untergegangenes Bauwerk entdeckt, in dem offenbar noch die alten KI-Algorithmen laufen. Ich interessiere mich dafür aus rein wissenschaftlichen Gründen. Wenn Sie mir also bei der Bergung helfen, können Sie die verwertbaren Materialien gern behalten. Eine KI, die Atombomben abgeworfen hat. Ich denke mal, das war eine Anspielung auf Anno 2070. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das lange gespielt habe. Ich glaube fast nicht. Wenn es eine Anspielung war, habe ich sie nicht verstanden. Aber, ja, eine KI, die Atombomben abwirft, ist sicher eine super Idee. Aber wir helfen ihr mal. Roger. Docken wir das Ding mal an. Was will sie denn genau von uns? Befestigen Sie, ja, die Sensordrohne am Kommandoschiff. Folgen Sie 4 Signale. Bringen Sie die Fracht zu Eleanor Hoffwakes. Ich will ja nicht drängeln, aber was macht denn besagter Job? Hier diese Sprüche hätten sie sich echt sparen können. Die sind so nervtötend. Verstanden. So. Sind unterwegs. Und? Verstanden. Dann sammeln wir doch mal die Sachen ein. Erst einmal das hier. Verstanden. Ja, wo denn Drohne? Verstanden. Hier irgendwo muss es doch sein, oder nicht? Perfekt. Verstanden. Dann cruisen wir mal in die Richtung.
Die will auch wieder 5 Sachen bestätigt von uns. Schauen wir mal, ob wir die jetzt so kurzfristig verstanden erledigen können. Roger. So. Koordinaten bestätigt. Jetzt dürfte es doch nicht mehr so weit sein, oder? Sind unterwegs. Na, wo denn? Da. Im Gange. Wie viele haben wir noch? 1. Sind unterwegs. Na komm schon, komm schon. Hier ist es gerade ganz schön neblig. Koordinaten bestätigt. Mann, wo ist das letzte Teil denn? Roger. Sie am Arsch der Welt. Sind unterwegs. Da ist es ja. Und abliefern. Bin ja gespannt, was die mit der KI vorhat. Das Endergebnis ist da. Und Sie waren... Wow. Hey, würden Sie mir... Ibarra Foxconn bei diesem Projekt helfen? Bauen und unterhalten Sie... Was? Aber Arbeiterwohnungen im Cap Amber. Seid ihr Arbeiterwohnungen? Wie ist die Lage? Ja. Alles klar, hatte ich eh vor, können wir ja schnell machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Irgendwie verrutscht man hier ganz schön leicht. Ein bisschen nervig ist. So, dann brauchen wir hier noch eine Straße. Und schwuppsdiwupps. Okay. 50 von 100. Die will einige haben. Hätten wir nicht pimpen sollen, Leute. Hätte ich das davor gewusst. Dann hätten wir uns jetzt hier echt leichter getan. Aber macht ja gar nichts. Wir wollten eh ein paar noch bauen. So. Ziehen wir hier wieder eine Straße. Wie viel haben wir jetzt? 62. Wie schaut es mit Wasser und Essen aus? Dachte ich mir doch. Wir brauchen wieder Wasser. Hier haben wir noch einen Platz. Das tun wir auch gleich alles erweitern. Probier's aus. Und ziehen die Straße einmal hier dran. So, Wasser sollte jetzt passen. Essen wird wahrscheinlich relativ bald auch ein Problem. Aber alles, was man relativ easy beheben kann. So. Läuft, Leute. Hier noch eins hin und hier noch eins. Dann bauen wir hier einmal so. Erst einmal so, würde ich sagen. Ich glaube nämlich, dass dieses Kackgebäude... Ja. Dann ziehen wir die Straße einmal. Keine Straße. Willkommen. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Ja, alles bestens. War ein Freundschaftsbesuch. Nee, das gefällt mir auch nicht. Leute, wir ziehen die Straße jetzt hier einfach geradeaus durch. Das ist doch ein Plan. Irgendwie regnet es hier. Habe ich jetzt hier London gekauft, oder?
Wieso regnet's hier? Das finde ich eher uncool, dass jetzt hier regnet. Kannst das bitte lassen? Ich dachte, wir hätten hier so ein Inselparadies gekauft. Und nicht das verregnete Loch von sonst wo. Wobei ich nicht weiß, ob wir Regen schon mal gesehen haben in dem Game. Es gibt an und für sich gefällt mir das eigentlich ganz gut. Regnet es überall? Ja, auch hier, wo die Sonne scheint, regnet es. Kann ich einen Regenbogen irgendwo sehen? Das wäre ein richtig geiler Joke gewesen, hätten die hier einen Regenbogen eingebaut. So. 82 von 100. Die Alte, die will echt viele Wohnungen haben. Mann. Ja, die stellen mir jetzt natürlich noch alle. So. Dann können wir hier noch, hier noch, hier noch. Hier noch so ein bisschen. Die Straße hier lang. Die Straße hier lang. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Noch fünf Stück. Die fünf, die kriegen wir doch jetzt noch irgendwo unter, oder? Ich würde jetzt aber sagen, jetzt reicht's da. Hier noch eine Straße rein. Naja, und hier brauchen wir noch eine kleine Straße. Okay. Und den Spaß müssen wir jetzt ein paar Minuten halten. Sei es so. So, wie schaut's mit Nahrung aus? Nahrung ist jetzt natürlich Mangelware. Ich glaube, das haben wir auch maximal ausgebaut. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auf diese Insel, die eh total kacke zu bebauen sein wird. Und stellen uns hier noch ein bisschen Nahrung hin. Erst einmal die zwei Brücken miteinander verbinden. Und dann ziehen wir uns eine Straße irgendwie erst einmal hierher. Und hier können wir dann ein bisschen Reis anbauen. Und zwar würde ich das ganz gern. Ja, hier. Gute Systeme sind die halbe Miete. So, wieso hat das Ding jetzt keine Straßenanbindung? Weil hier ein bisschen Straße fehlt. Oder? Yep, so war's. Dann hauen wir hier noch ein bisschen Logistik hin. Und schon läuft das. Haben wir jetzt wieder genug Futter? Na klar, haben wir jetzt genug Futter. So, wie schaut es jetzt im Orbit mit der Bilanz aus? 7000 Leute. Holla die Waldfee. Das macht ja bald so viel Plus, wie das im Minus macht. Und rein hypothetisch könnten wir jetzt hier auch noch pimpen, was das Zeug hält. Weil die Siedlung ist jetzt an und für sich schon relativ groß. So, irgendjemandem fehlt Information. Aber wem? Das sagen sie mir natürlich wieder nicht. Wahrscheinlich hier den am hinteren Eck. Nee. Gibt es Arbeit? Genug denen fehlt Information. Ist euch das zu weit weg? Sollen wir Informationen geben oder nicht? Jetzt sehen wir hier die Straße noch fertig. Ja, geben wir ihnen halt Informationen. Spricht ja nichts dagegen. Ich dachte gerade, ich hätte hier jetzt den Bergbauplatz verschwinden lassen. Und jetzt sollten sie doch alle zufrieden sein. Wie schaut es mit dir aus?
Noch 2 Minuten, das warten wir jetzt noch ab. Aber ansonsten haben wir dieses Mal wieder gut gebaut, Leute. Die Siedlung nimmt allmählich Form an. Als nächstes würde ich fast sagen, kümmern wir uns um Säfte. Säfte waren ja meines Erachtens eigentlich auch relativ easy. So. Erst einmal brauchen wir eine Straße, die von hier irgendwie darüber geht. Wie gesagt, die Insel ist auf jeden Fall total kacke zu bebauen. Dann machen wir das einmal so. Und dann können wir die Straße vielleicht hier so hinterführen. Und hier einmal so eine Obstplantage hinstellen. Keine Verkehrsanbindung. Ah, hier fehlt ein bisschen Straße. Straße. Danke, geht doch. Dann. Stimmt, das Ding hat diese riesigen Felder. Da haben wir das Maximum erreicht. So, jetzt haben wir Obst. Und jetzt können wir daraus meines Erachtens Säfte machen. Und das Ding hat, glaube ich, beeindruckend mit anzusehen. Ich gar Vielen nicht Dank dafür. So viel verlangt. Ich bin froh, dass Sie verfügbar sind. Wir brauchen Hilfe. So, jetzt habe ich hier nämlich auch Säfte im Plus. Und die Leute sind ja schon etwas zufrieden. Möchten Sie etwas? Ja, Sicherheit können wir ihn dann auch bauen. Und die Alte... Können Sie mir einen Statusbericht zu dem Projekt geben? ...will wieder was von uns. Belohnung kriegen wir einen Graphengenerator. What the fuck? Das schauen wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall an, Leute. So, aber für heute reicht das wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.